Hallo, jetzt kommt zur weiteren Folge der Real Madrid Simulationskarriere und heute ist das Champions League Spiel. Und ich glaube, das hatten wir noch nie, dass ich zwei Spiele hintereinander selber spiele, weil Champions League und El Clasico spielen wir und deswegen das Auswärtsspiel. Erstmal ein Schwarz spielen, da habe ich richtig Bock drauf. So, spielen wir so. Nö. Fangen wir da senden sie Johan Halilo auf der Bank. Hakimi, ich auch genauso. Ta, Lafont. Jungs, holt den Dreier. Die BF hat die Aufgabe. Die Ersatzelf, sag ich da mal. Er hat das 3-1 gemacht, das Sensio. War jetzt im El Clasico. Das ist die wichtige Entscheidung. Und heute auswärts in Benfica. Mit unseren Ersatzleuten. Lacazette ist schon nur noch. Ist für die Mannschaft da. Irrisch. Also, weil ich da. Wisst ja, weil wir Higuain haben in der Top 11. Eigentlich hätten wir mit Higuain spielen müssen, weil er ist der Mann für die Champions League-Buden eigentlich. Eigentlich schon. Warum habe ich vergessen? Marcelo. Oh, den kriegen wir irgendwie zurück. Come on, Hakimi. Brandt ist da, Führungstreffer, 1-0. Julian Brandt, der Mann mit der 34, trifft. Lacazette, Marcelo bereitet vor. Und Brandt, Julian Brandt, den wir aus Leverkusen verpflichtet haben, behält die Nerven vor dem Tor. Unser Ronaldo-Ersatz. Weil Ronaldo ja irgendwann dann aufhören wird, dann wird er der Ersatzmann sein. Trifft. 1-0. Oder wir holen es vielleicht auch. Neymar, das wurde mir nämlich mal geschrieben. Neymar. Der war echt teuer, Typ. 150 Millionen. Hat sich das nur mir vorstellen, das sind 150 Millionen. In viel von den echt ist der locker auch mal fast 100 Millionen wert. Und dann stellt man die Baller vor, der ist 80, 50 Millionen oder noch mehr wert. Aber egal. Dann geben 50 Millionen Euro für einen Mensch aus. Das ist schon irgendwie krass. Muss man sich mal so vorstellen. Jetzt aufs Spiel konzentrieren. Was ist denn mit Benfica da los? Da machen wir fast das 2-0. Der Hut stand in der Mitte. Ist bereit zum Einschieben. Asensio, Embolo, der Hut. Goretzka. Marcelo, abgeblockt. Epe. Asensio. Lacazette. Der Hut. 2-0. Ja, also, diese Mannschaft hat Bock auf Fußball. Die wollen sich ja alle beweisen, dass sie irgendwann mal was sind für die Top 11. 15. Minute steht 2-0. Das ist ja wie, als ob ich auf Anfänger spielen würde. Aber ihr wisst, ich spiele auf Legende. Ihr habt das gesehen. Ihr könnt immer oben gucken bei mir. Da steht Legende. Also ich spiele auf Legende. Könnt ihr mir hier vertrauen. 2-0, der Hut macht ihn. Also, wenn es da 15 Minuten 2-0 für Madrid steht, würde ich mal sagen, mein Ficker ist Schächte. Diesem Spiel. Ich habe ja außerdem mal ein Spiel simuliert. Ich habe ja das Spiel gegen Man City simuliert, das Champions League Spiel. Leid, weil ich musste halt die Folge länger und ich hätte es auch spielen können. Das war dumm. Ich weiß, es war richtig dumm. Aber ja. Dafür werde ich das Rückspiel natürlich spielen. Leid, das kommt nicht mehr vor, aber ja. Ich werde das dann natürlich spielen, das Rückspiel. Aber dadurch ist jetzt auch nochmal Spannung, weil wir punktgleich sind. Band, Asensio, Lacazette. Asensio schickt Embolo. Also heute geht es in diesem Spiel, so wie die spielen drum, die wollen uns einfach Torverhältnis geben. Das finde ich natürlich ziemlich nett. Wir haben schon Gutes. Zweimal Hattricks von Lacazette hat, von Higuain zu Zylinder schickt schon. Dann halt noch ein paar Treffer von anderen, deswegen. Und jetzt die zwei, ja. Jetzt aufs Spiel konzentrieren. Semedo. Verarscht uns erstmal, ist kalt. Carrillo verarscht Goretzka. Marcelo aber nicht, dafür ist Marcelo zu erfahren. Schwarze Trikot, irgendwie cool. Mag ich mehr als lila, ne?
Gott, oh Gott, Marcello, da kommt er nicht hin, aber Jonathan, Jonathan oder Jonathan, da ist da. Und jetzt der Gegenangriff Brand. Das Sensio mit Jordan, den Brand mit Chip den Ball sogar noch ein bisschen. Weil ich außerdem auch die falsche Tastenzugabe und Bolo. Das war. Ich habe viel zu locker gedrückt, aber Lacazette vorher schon im Abseits. Murata spielt eigentlich dann gar keine wirklichen Job hat der mehr. Ersatzstürmer in der Ersatzmannschaft. Wo war das denn ein Foul von Julian Brandt? Also bitte. Davon da hinten darf sich sonnen. Davon darf sich sonnen im Tor. Bis jetzt kriegt er mal Arbeit, den Ball da weg zu fausten. Jetzt kriegt er mal Arbeit, den Ball zu halten. Jawohl, Embolo. Schade. Hakimi. Goretzka, Lacazette. Ja, ich will den Freistoß hier. Brandt holt erstmal den Ball für den Freistoß. Wer tritt an? Erst einer, der ein bisschen Skill hat. Lacazette sieht mir am besten dafür aus. Aber Asensio kannst du halt auch. Der hat halt nur nicht mit Kraft, ist der nicht geboren, der Typ. Ach komm, Asensio. Jetzt habe ich den Bolo genommen. Toll. Fuck. Hätte den Mund. Komm, wir nehmen Lacazette. Ne, der läuft zu komisch an. Also, wir machen mal ein bisschen Zeitspiel. Asensio übernimmt das im Endeffekt. Oh Gott! Ich hätte der Kraft gehabt, da wäre hätte ich ihn. Kraft kann ich das nämlich besser so, dass ich den mit Wucht schieße. Das kann ich halt besser und deswegen. Ja, Marcelo wirft den Weg Pepe. Ich glaube, der beendet dann auch seine Karriere. Ich weiß es aber nicht. Im Spiel. Der geht ja runter auch mit damit. Ja, Madrid wollte den ja verkaufen, glaube ich. Also das habe ich so mitgekriegt. Ich weiß aber nicht, ob sie es schon getan haben. Was sie es wollen. Und mehr weiß ich auch nicht. So, seit unserem Tor. Seit unseren zwei Toren. Muss man nichts mehr tun, aber wir tun trotzdem was. Komm. Hey, der pfeift doch echt alles. Alles pfeift er. Lacazette nimmt den hier vorne. Semedo knallt den nach vorne. Er knallt den so schlecht nach vorne. Ja, und dann pfeift er mit ihm natürlich den Angriff ab. Wir hätten eine Chance gehabt, aber erstmal abpfeifen. Und kann man weiter powern. Am besten genauso ein Start wie in die erste Hälfte. Finde ich toll. Kommen dazwischen, schaffen wir auch nicht. Was ist denn gerade los? Was denn los? Und oh, Spaß, wir kommen nicht in die Zweikämpfe. Ich glaube, die haben ordentlichen Anschuss gekriegt. Trevor, den hätte Lafont nicht. Hätte auch noch einen Keeper, wahrscheinlich nicht. Marcelo. Da. Hakimi, der Hut. Lacazette. Embolo, Lacazette steigt hoch. Embolo kriegt ihn wieder. Goretzka, der Hut. Sensio, Marcelo. Lässt jetzt mal mit rechts. Ist doch, glaube ich, eher Linksfuß. Weiß auch nicht. Egal, schade. Man kann es ja mal probieren. 57. Abschlag Julius Caesar. Oder Name Caesar.
wollte Brand schicken. Wieso schickst du denn den? Ich hab in die Richtung von Brand gedrückt und er schickt Lacazette. Marcelo. Schön. Brand. Lacazette. Embolo. Schade. Und jetzt ist Embolo da, 3:0. Dauber, Priel, Donald, Embolo macht das 3:0 gegen Benfica. Benfica. Schön mit der Picke. Und mit dem Außenriss, keine Ahnung. Hauptsache drin. Dann erstes, die schießen alle ihr erstes. Ja, weil die hat ja niemand gespielt. Okay, weiter. Konzentration. Damaris. Seine Schuhmarke ist Tamaris. Ah, da kam er nicht dazwischen. Hakimi. Ta. Der Typ ist so stark. Auch wenn er nur eine 81er wäre, so stark Embolo auch. Er entwickelt sich auch ohne Drehen nur durch viel Spielen, aber das ist ja halt noch. Ich geb Boten! Lacazette macht ihn 4:0. 70. Minute, wir erhöhen auf 4:0 durch Alessandro Lacazette. Nein, wie viel das ist? Das ist sein erstes, oder? Ja. Und wir wechseln 3. Okay, also wir bringen nochmal Halilovic und Benfica. Dann tauschen wir es so. Komm, ich bring Morata, der war. Ja, der kann linker Flügel, wahrscheinlich. Morata kann stumm linker Flügel, wenn er das kann. Dann darf er das spielen. So, dann nochmal Hakimi raus und dafür bringe ich dann Rente. So. Gut. Morata als Flügelspieler. Ich wusste gar nicht, dass der das kann. Dass man alles lernt. Come on. Jetzt läuft gerade der Ball bei denen. Gut, aber Pepe steht nicht da, wo ich stehen muss. Da ist gerade kurz. Goretzka war da. War kurz Unordnung. Ah, da können wir auch als Ersatz nehmen. Ronaldo. Lilovic. Lacazette. Ich wollte gerade Dings machen. Nicht so an dem vorbei. Toilette. Was? Da wollte ich doch gar nicht hinwerfen. Das wollte ich auch gar nicht. Also es läuft gar nicht so. Er kriegt da keine Karte. Freistoß. Carrillo. Ecke. Ah doch, nein, davon kratzte noch weg. Der meist geht heute ja nicht hin oder mit dem Fuß und dann geht er. Berührt er die noch und dann ist er im Aus. Daoud, Embolo, wird gelegt. Das ist halt auch ein Vorteil von Embolo. Der ist schnell, zieht dann einfach vorbei. Jetzt gibt's Gelb mal. Lass mal aus Spaß. Ah ne, doch nicht. Lass mal, scheiß drauf. Morata spielt ihn kurz, dann spielen wir den auf. Halilovic und der auf Marcelo. Marcelo zieht ab. Okay, Marcelo ist gut. Sonst wird er nicht ab da mit rechts. Dreimal mit rechts. Das ist voll die Linksposition. Okay, Freistoß. Für Benfica. Jardel. Tritt den. Ob der spielt. Also noch irgendwie. Gut, ich habe gedacht, schläft er jetzt noch ein. Epe. Marcelo, Goretzka, Daoud. Embolo schickt Lacazette.
Molo La Cassette. Dann kamen wir dazwischen, come on. Auch nochmal mit dem Kopf, das schaffen wir nicht, da waren wir zu lahm. Entsteckt da durch, Pepe schafft das nicht. Lorente, der ist fit. Aber Tah ist da. Morata. Schön gespielt, Lacazette. Wir haben hinten Goretzka. Im Hinspiel haben wir noch Gegentor kassiert. Das haben wir im Rückspiel nicht. Da haben wir sogar auswärts gespielt. Und mit einer Ersatzelf. Also, der kann mal gern öfter Champions League spielen. Die kann Champions League spielen, kann da auch mal einen Sieg holen. Das gefällt mir. 4 zu 0 gewinnt hier unsere Mannschaft. Unsere Leute, die eigentlich sonst eher mal zum Einsatz kommen. Wenn die Top-Mannschaft nicht fährt, das also wie heute. Das zeigen sie, dass sie da ein guter Ersatz sind und nämlich auch 4 zu 0 gewinnen. In Benfica, Lissabon. Benfica in Portugal. Mal gucken, wie Man City nachlegt gegen ihren Gegner. Ich weiß gar nicht, wir sind noch in der Gruppe. Man City, wir haben noch Anderlecht. Anderlecht. Celta Vigo und danach ist Pokal. Wo ist das Champions League? Da simuliere ich nochmal das Spiel gegen Celta Vigo. Ja, eigentlich sollten wir das machen. Ja, und James Rodriguez, 8. Minute mit einem Elfmetertreffer. Cabral kriegt gelb. Mariano verletzt sich. Das Spiel geht in die Hose. Rodriguez verschießt einen Elfmeter. Er hätte 2-0 durch den zweiten Elfer machen können. Was macht der? Verschießt Bale 2-0 und dann Aspas-Anschluss, ey. Jetzt alles safe, man gönnt erst mal, aber da zum Glück Bale. 2-1 gewonnen, dann ist Pokal. Dann ist jetzt Pokal. Engel 54. Irgendwie für ein Potenzial, diese Leute. Die ich hier trainiere aus der Jugend. Stimmt so rein, löschen wir. Aber. Ja, ich komme. Pressekonferenz. Wir loben mal. Uruguay. Wir machen das, lassen das mal die Top 11 machen. Nicht diese Ersatzwort, weil auswärts ist immer so eine Sache. 0-0, aber im Pokal gibt es hier ein Rückspiel, das weiß ich. Das weiß ich sogar. Heißt was. Ist doch der Halilovic und Asensio wollen verkauft werden. Wenigstens Asensio will ich halten. Halilovic verkaufe ich gerne, nur nicht Asensio. Asensio ist viel besser als Dings, als Halilovic. Und darauf verlieren wir das Spiel noch. Wir haben die Tabellenführung damit auch wieder verloren, nicht diese Niederlage. So, nochmal trainieren. Wenn ein bisschen längere Folge. Alles geht ja. Gegen Man City, da ist das Topspiel in der Champions League. So, motivieren, ein Vorschlag und dann will er über das Gehalt labern. Gehalt von Bellerin. Ja, doch, der Bellerin. Jo. Sehr viel. Gucken wir mal kurz. Bei dem genauso wie. Ja, nimm mal ein. Gegeneinander. Ja, Barca ist wieder vor uns, ey. Aber ich will erstmal, wenn euch diese Folge FIFA 17 Game Romans mit Real Madrid gefallen hat, lasst ein Muss und ein Abo, würde mich mehr freuen. Zum nächsten Mal, ciao. Eine Sache will ich noch sagen. Wir holen uns am Ende sowieso die Meisterschaft, weil im direkten Spiel gegen Barca spiele ich ja wieder und das gewinnen wir sowieso. Also macht ja keine Sorgen. Ciao.